Musik vom Tempel, 28. August. Abend am 5 Uhr. Ja, da ist ein Tempel und die haben etwa Musik und so ist das. So. Da stehen wir. Heute ist noch mal, sind noch mal Steine gekommen, damit man hier aussen durch noch ein bisschen aufräumen kann. Damit es einen besseren Übergang gibt. Damit man hier aussen verteilt. Seit zwei Tagen sind sie dran, dass sie hier innen die Kanten machen, damit sie nachher verputzen können. Wie man das jetzt dort hinten schon sieht. Die hinteren Bereiche haben schon angefangen. Ja, dann haben sie gerüstet. Dann haben sie Gerüst aufgestellt. Die Mauerei, die geht jetzt dann los. Ja, und da braucht es noch einen Stein, so wie ich gesehen habe. Und innen durch sind sie jetzt schon am Verputzen. Wenn man das so anschaut, das ist natürlich jetzt alles noch Konstruktion vom Bau her. Das hier oben. Und dann sieht man das so aus. Schön sauber. Ja, sieht man es vom Licht. Ja. So. Da ist der Vergleich. Vorher und nachher. Ja. Da bei den Stegen tun wir auch noch zumauern. Der Bereich hier wird noch zugemauert. Und dann gibt es da schöne Stellnässhandlauf aus Stahl. Dann gehen wir mal rauf. Das Dach ist eigentlich 90% fertig, da, der Teil fehlt noch. Und natürlich beim Balkon gibt es obendrauf natürlich auch noch das Dach. So ist das. Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Bautrupp. Toll im Griff. Seht ihr wieder an der Ordnung, sind aufgeräumt. Wunderbar, also wenn jemand bauen will, in der Nähe von Angtong, Huisai Chaichan, Potong, Lobuli, ich weiß nicht, wie weit das er geht, kann ihn bestens empfehlen. Bis dann, danke fürs Zuschauen, bye bye.